So, hallo und schöne Grüße aus Anina, Rumänien. Wir sind heute wieder in unserem Partnertierheim bei Standpunkt Romania. Und das zeigen wir euch heute einmal mit einem aktuellen Rundgang. Dann fangen wir diesmal einmal hier unten an. Da haben wir einmal hier die Ausläufe, da haben wir jetzt gerade vier Welpen da. Dann ist hier einmal ein schwarze Totolina mit ihrem Bruder Sam. Da kommt schon der Nolan. Da haben wir hier ein paar kleine. Haben wir hier zwei Schapai-Mixe. Und die Mimi. Ja, die Schmusemaus. Ne? Ja, in dem unteren Abteil können die rein und raus. Je nach Wetterlage kann man auch die Sonne genießen. Und wenn es regnet oder stürmt, dann gehen sie rein. Hier haben wir einmal die Quarantäne. Da haben wir gerade eine Mama drin. Da gehen wir später rein. Hier ist die Futterküche drin. Dann haben wir hier einmal den Innenbereich. Da sieht man wieder die vier Welpen. Ja. Ja. Oh, abgestürzt. Ja, hier die Kleinen. Hier ist die Cleo. Dann haben wir hier noch ein paar. Die sind relativ unsicher und ängstlich. Ja, hier haben wir Titus und Keno. Gesehen? Gesehen? Nein. Oh, ich hatte sie. Ja, immer noch zwei ältere. Die schlafen eigentlich nur den ganzen Tag. Genau, die haben dann halt auf der anderen Seite ihren Außenbereich. Ach, die Welpen müssen schon wieder sich streiten. Ja, hier haben wir Pandora und Chico. Die leben in den Außenzwinger. Die haben dann ihre Hütten, wo sie sich drinnen verstecken können. Ja, der Rex hat schon ein Zuhause hier in Rumänien. Oh, da ist die Dame. Und Titus sitzt wieder auf seinem Stein. Ja. Ja, Keno genießt die Sonne. Da ist der Charlie. Ja, es ist hier halt mitten auf dem Berg. Da kriegen die Hunde sonst nicht viel mit. Da ist die Xandra. Und die Linda läuft da hinten auch rum. Die haben hier auch einen großen Zwinger. Das ganze Tierheim ist von Deutschen aufgebaut worden, weswegen natürlich die Zwingergestaltung auch so großzügig ausgefallen ist, weil man hier einfach viel Wert drauf legt, dass die Hunde Platz haben, sich zu bewegen. Hier haben wir die Boxen, die brauchen wir alle für die Kastration. Da haben wir die Cassie, die passt hier nachts auf, dass alles seine Ordnung hat. Die ist jetzt nur gerade angeleint, weil wir noch durch die Türen hier alle laufen. Aber wir haben hier dann Ende der Woche Kastration. So, jetzt gehen wir einmal nach oben. Da ist das gleiche Prinzip. Die Hunde haben halt großzügige Ausläufe. Da haben die auch ihre Hütten drin, dass die bei Schlechtwetter sich dann auch zurückziehen können. Und dafür aber ordentlich Platz haben, um sich zu bewegen, sich auszutoben, damit es dann nicht ganz so langweilig wird.
Ja. Ja, fangen wir mal hinten an. Ja, hier haben wir Mia, Trixi und Ares. Heute war richtig schön Wetter. Die letzten Tage hat es immer geregnet. Dann haben wir hier Urne und Oskar und Nima. Die teilen sich einen Auslauf. Da vorne wird jetzt heute noch mal was abgetrennt, damit da auch noch mal Hunde hinkommen. Das heißt, die Hälfte ist immer unterteilt. Ja, ich muss backen, ne? Da kommen sie jetzt alle. Lässt sich keiner entgehen, ne? Ja. Ja, du auch. Und hier haben die Hunde großzügig Platz, dass sie auch, selbst wenn sie kein Zuhause finden, es zumindest etwas hundegerecht haben und sich richtig schön auspowern können. Hier haben wir Tammy und Ina. Die sind jetzt beide so circa 10 Monate bis ein Jahr. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf. Ah doch, sind schon ein Jahr. Da haben wir hier Shaila und Stanka. Die sind noch ein bisschen zurückhaltend. Oh, einer pennt schon in der Box, in der Ares. Ja, im Haupthaus befindet sich da noch ein Aufenthaltsraum und ein OP. Neben der Quarantäne und dem Futterraum. Ja, hier haben wir die Branka und da kommt der Tor angelaufen. Ja. Da wartet schon die Lady und der Kento und Albusch. Der ist ein bisschen zu warm. Ja. Und hinten rechts haben wir einmal Fetiza und Balu. Balu leidet ziemlich, man hört schon. Der wurde von seinem Besitzer hier abgegeben, ist auch schon ein bisschen älter. Und eigentlich möchte er nur bei den Menschen sein. Ja, das Leben ist hart, ne? Das ist Fetiza. Balu. Ja, und hier haben wir natürlich unsere Quiti, Naida und Zuzu. Das ist die Sally. Die hat eine Pflegestelle in Deutschland und sucht dann zu Hause. Ja, Zuzu wird immer mutiger. Ja. Und Naida muss immer lautstark sich beteiligen. Und Aaron muss sich das Ganze anhören, ne? Du musst das alles ertragen mit den drei jungen Weibern. Ja, Aaron ist auch eigentlich ein super Anfängerhund. Verträglich, läuft super schon an der Leine, hat auch mal ein Zuhause gehabt. Ist auch sehr menschenbezogen. Aaron, komm hier. Komm, beiß dich durch, schubse weg. Also kein Bock drauf. Ja, schwer meckern. Ja, und man sieht, die Hunde haben hier richtig schön Platz. Leider eher selten in Rumänien. Umso schöner ist es. Naida ist jetzt ein bisschen angefressen. Toleranzgrenze liegt bei ihr sehr weit unten. Ja, aber auch die Hunde wünschen sich natürlich ein Zuhause. Und selbst wenn es ein Teilen ist, hilft es ja schon mal. Vielleicht findet sich dadurch was Passendes. Weil auch wenn sie es hier sehr schön haben, sie sollen ja nicht ihr ganzes Leben
hinter Gittern verbringen. Gerade weil einige dabei sind, die sehr menschenbezogen sind. Ja, hier wird schön ein Sonnenbad genommen. Die Kleinen, die liegen drinnen. Jetzt gehen wir einmal in die Quarantäne. Da haben wir eine Mama mit 4 Welpen. Das ist das Quarantänezimmer. Hi Mami. Da schleichst du dich schon hier durch. Ich komme. Ich komme. Ja, die wurde auf der Straße ausgesetzt mit ihren Welpen. Und jetzt sind sie bei uns gelandet und auch sie ist eine ganz tolle Mama. Eine richtig tolle Mama bist du. Ja, und ihr seid auch tolle Babys. Ja, und die sucht dann natürlich auch, wenn die durchgeimpft ist und die Welpen alt genug sind, sucht sie dann auch ein schönes Zuhause. Und die ist auch sehr, sehr anhänglich. Ja. Da wird schon geschlafen. Außer du, ne? Mama steht gerne im Mittelpunkt, ne? Nicht immer die Babys. So, das war es auch schon wieder. Wir hoffen, ihr konntet euch einen Einblick verschaffen. Oh. Snoopy, unser Tischhund. Und vielleicht hat ja schon der ein oder andere sein Herz verloren oder ihr teilt es dann einfach. Danke fürs Anschauen.